Was um alles in der Welt? Wir wurden vom Airship entführt. Lass dir das eine Galeere sein. Soll das irgendwie an Galeone angelehnt sein? Der Titel ist etwas seltsam. Aber ich finde das interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Ihr etwa? Kommt da einfach so Bowser mit seinem Airship und entführt uns. Gibt es jetzt einen Zwischenfight gegen ihn? Man darf gespannt sein. Oh, ach so. Ich dachte, ich müsste jetzt hier einen Wandsprung ausführen, aber da ist ja sogar sicherer Boden. Wer hätte das gedacht? Da ist nichts drin. Ich brauche die roten Münzen zwar nicht, aber ich sammle sie trotzdem. Wow, jetzt hätte ich sie fast doch noch gebraucht. Ich finde übrigens, dass das Schiff so ein bisschen Paper Mario-Style aussieht, oder? Kann es sein? Ah, fuck. Achso, achso. Für die Starcoin brauche ich Schützenhilfe. Habe ich auch bekommen, danke. Halbzeit. Versteht ihr, was ich meine? Also das sieht jetzt... Also nicht schlecht aus, aber es sieht doch anders aus als die anderen Texturen. Es sieht mir zu Paper Mario-mäßig aus. Oh, passend zur Welt geht's jetzt auch unter Wasser weiter. Wer hätte das gedacht? Der Torpedo ist irgendwie rot. Hey, neuer Gegner. Was zum Teufel? Oh, der hat jetzt eine Zielsuchfunktion. Finde ich cool, dass er modifiziert wurde. Und anscheinend kann er jetzt auch noch Wände berechnen. Oder? Der ist doch gerade ausgewichen. So, wenn man groß ist, kommt man an die Starcoin ran. Ah, ne, doch nicht. Sah so aus, als könnte der das berechnen. Doch, doch kann er schon. Aber die Blöcke offenbar nicht. Ja, der weiß genau, wann er an der Wand kommt. Boah, verflucht, Mann. Diese neuen Fische da, die machen eigentlich gar nichts, habe ich das Gefühl. Sehen nur anders aus. Sind halt Robo-Cheep-Cheeps. Verpiss dich, Mann. Kannst mir nix. Wie, jetzt war's das schon? Okay, war dann doch ein bisschen lame, oder? Also die Idee mit der Modifikation von dem Torpedo finde ich ja schon mal ganz nice, aber... wenn hier schon zu Ende ist, dann ist es nicht so der Hammer. Ich meine, wir haben schon alle drei Starcoins. Ja, tatsächlich. Aber wir kämpfen gegen Bowser Jr. Wie es auch schon in Mario Bros. Wii war. Gut. Gibt's dich in dem Spiel also auch. Ah, ich weiß schon, wie ich dich verletze. Ja, komm, visier mich an. Oh, scheiße. Einer von beiden muss doch treffen. Hm, auch lame. Ich verliere kein Leben, wenn ich ihn berühre. Das hätte man noch schwieriger machen können. Dass ich eben dann ein Leben verliere. Und das ist Treffer Nummer 1. Boah, jetzt wird er sogar auf mich geschleudert. Ja, doch, doch. Also auch hier hätte man den Fight deutlich erschweren können. Zieht Leine. Ihr Torpedos, kommt jetzt noch welche von oben? Nee, kommt nichts mehr. Aber er schickt gleich wieder einen raus. So, schnell nach oben. Visier ihn an, visier ihn an. Runter, 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 noch weiter. Oh, der nächste kommt. Hilfe. Bam. Boah, was willst du? Zerquetscht mich ja fast. Krieg dich nicht so auf. Ah, alles in Lot. Kommen noch welche? Nö. So. Ich schätze mal letztes Leben, aber ich finde es auch immer cool, wie das Klo böse guckt. Bäm! Das dürfte es gewesen sein mit deiner Wirbelsäule. Yay! Mario Number One! Epic Win! Oder? Och nö, nicht schon wieder. Wir werden erneut wegge... Nee, doch nicht. Was jetzt? Erfolgreiche Flucht. Lach nur, ich krieg dich schon noch dran, Alter. Ja, und jetzt? Ich meine, das ist die Verbindung zur Eiswelt, oder? Aha! Ein neuer Weg. Super. Nochmal überprüfen. Ja, das ist die Eiswelt. Okay, okay, okay. Dann haben sich erstmals zwei Exits getroffen an diesem einen Punkt. Wo führt mich das hier hin?
Ah, das ist der andere Secret Exit von dem Geisterhaus. In der Eiswelt, da kann man das Geisterhaus überspringen. Und der Limonadendschungel beginnt. Was ist eigentlich mit den Wäldern da passiert? Die sind relativ verseucht. Und ich glaube, hier der untere Weg ist der vom ersten Secret Exit. Ja, alle Wege, die wir bisher so freigeschalten haben, bis auf einer, glaube ich, die treffen sich hier. Hier im Limonadendschungel. Na gut, dann Limonadendschungel 1. Gigantogarten. Ach ja, genau. Das hat man auch schon in Trailern gesehen, dass die Gigantenwelt zurückkommt. Das habe ich so richtig abgefeiert. Denn damals in Super Mario Bros. 3 gab es sowas auch schon mal. Da waren alle Gegner riesengroß. Und ich muss sagen, mir gefallen die Texturen von den großen Gegnern noch viel, viel besser als von den kleinen. Sehr gute Arbeit. Und generell hier, die neue Textur des Waldes sieht sehr viel realistischer aus. Mit den Wurzeln, mit den Steinen drin. Mit dem Wucher hier. Epic. Einfach nur epic. Einziges Manko. Bisschen fette Bäume, aber wir sind in einer Fantasiewelt. Da ist das höchstwahrscheinlich beabsichtigt. Oh, die haben auch mehr Leben. Die sterben nicht bei einem Feuerball. Die stecken das weg. Riesige Piranha-Pflanze. Hilfe. Dass es da nicht reingeht, wundert mich. Ah, warte, nicht killen. Vielleicht brauche ich den, ja? Nee. Spielen wir ein bisschen Koopa-Ball. Da unten ist nichts, ne? Stirb. Da hoch kann ich ohnehin nicht mehr. Aber hier könnte was sein. Dann habe ich den Koopa-Panzer ja doch gebraucht. Oder kann ich auch dich irgendwie verwenden? Ich stoß mal an. Ah, ich muss ihn stoppen! Nein, ich muss ihn... Muss ich nicht. Gut. Umsonst die Feuerblume verloren, aber egal. Hauptsache, wir haben hier die Starcoin. Weiteres Manko. Schon wieder die gleiche Musik. Ist ja schön und gut, ja. Aber warum, Nintendo? Verwendet ihr in letzter Zeit immer die gleiche Musik? Es kann doch nicht so schwer sein, etwas Neues zu komponieren. Habt ihr doch in der Vergangenheit auch immer wieder geschafft. Und das nicht schlecht. Ein wenig enttäuscht bin ich da schon. Oh, und jetzt habe ich ihn genau auf die falsche Seite geschmissen, merke ich gerade. Vielleicht kommt er wieder. Ich hoffe. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Vielleicht ist der Koopa wieder da. Wenn er nicht stirbt, dann müsste er ja wiederkommen. Sehr gut. Bin mir relativ sicher, dass sich in dieser Röhre hier ein Secret befindet. Wahrscheinlich die zweite Starcoin. Und habt ihr diesen riesigen Efeu-Baum da gesehen? Kein wirklicher Efeu, aber hat so in etwa die Form. Die ist doch keine Starcoin, sondern nur Münzen. Da ich klein bin, gehe ich auch auf Nummer sicher. Seht ihr vielleicht? Ich will jetzt nämlich nicht sterben. Ich brauche ein Power-Up! Hier, der sieht doch geil aus. Ah, Halbzeit. Ui, wenn man eine Wirbelattacke bei den Blumen ausführt, dann kriegt man eine Münze. Wusste ich auch noch nicht. Geil. Bam. Bam. Ach Gott, habe ich das geliebt in Mario Bros. 3. Wie gesagt, ich habe das total abgefeiert, als ich gesehen habe, dass es zurückkommt. Ich weiß nicht, ob es in der ganzen Welt so sein wird, aber immerhin ein Level mit gigantischen Gegnern. Wundervoll. Aha, hier ist auch was. Na, jetzt muss aber mal eine Starcoin kommen, oder? Jo. So, wie machen wir das am besten? Ich hole die Ärsche da einfach runter. Ich benutze dich da, um da hochzukommen. Dann bringe ich euch alle um. Und Ende gut. Alles gut. Zwar kein Ab, aber... Achso, wir haben eh schon 99. Ist das jetzt Zufall, dass es gerade 99 sind? Oder ist es auf 99 limitiert? Wenn es limitiert ist, dann fände ich das sogar sehr, sehr gut. Nicht, dass man wieder 1 Million kriegen kann. Oder nennen wir mal ein wahres Beispiel, wie in
New Super Mario Bros. 2110. Das ist ein bisschen lächerlich. Und hier, was haben wir hier Schönes? Auch irgendein tolles Versteck. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, die Zeit geht runter. Ein Stern. Komm her! Wir müssen aber noch die dritte Starcoin finden! Komm her jetzt! Ich hoffe, ich übersehe jetzt nichts hier in der Eile. Aber das Level geht... Oh nein, hätte ich da hoch müssen? Ja, hätte ich best... Ja! Ach nee! Da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Ah ah. Ganz, ganz schwer nur. Ich kann es nochmal probieren, wir haben noch Zeit. Aber wenn, dann geht's nur mit einem Dreisprung. Ah, wie time ich das denn? Heieiei. Mm-mm. Das ist es nicht. Das auch nicht. Letzte Chance. Dann gebe ich auf. Dann müssen wir sie nachholen. Nee, muss aufgeben. Verdammt. Mann! Als der nächste Block erschienen ist, war es mir klar. Aber bei dem einen, da denkt man sich ja nichts. Naja gut, die hole ich mir dann gleich, ne? Mopsi will auch wieder gefangen werden. Das solltet ihr übrigens machen, denn das ist ein Faktor für 5 glitzernde Sterne. Aber jetzt geht's erstmal um die Starcoin. Eins ist mir jetzt übrigens noch aufgefallen, weil während ich hier alleine spiele, halte ich natürlich die Klappe. Es gibt jetzt halt so coole Urwaldgeräusche. Vogelzwitschern, irgendein Affe schreit. Das ist auch mal nice. Bin mir ziemlich sicher, dass es das früher nicht gab. So, jetzt haben wir das Ding. Und tatsächlich, die Up-Anzahl ist auf 99 limitiert. Das finde ich gut. War aber bei Mario Bros. Wii auch schon, ne? Ja, aber hier fällt man dann doch ein bisschen öfter als in NSMBW, glaube ich, denke ich. Ist zumindest bei mir so. Jetzt schnappen wir uns Mopsi. Wie gesagt, das muss man machen. In jeder Welt einmal... Sonst gibt es keine glitzernden 5 Sterne. Habe ich auch erst vor kurzem erfahren. Gott sei Dank habe ich es bisher immer gemacht. Aber unabhängig davon, wir brauchen so oder so mal wieder einen Eichelpilz im Inventar. Und hier können wir ja gleich eine P-Eichel bekommen. Boah, der hat sich ja gleich mal ein bockschweres Level ausgesucht. Scheiße. Der Dreckskerl. Ich darf nicht so rennen, aber ich muss mich vorarbeiten. Boah. Ist da schon Vorsprung? Alter, wie schwer ist das denn bitte? Das ist ja mal hammerschwer. Der hat sich das schlimmste Level ausgesucht. Ja, lach nicht so. Ich versuch's mit dem Stern. Also das ist echt das Gute am Stern. Und eine Feuerblume brauche ich auch, damit ich einen Treffer erlauben kann. Heieiei. Bitte Stern, halt lange durch. Wir müssen ihn einholen. Und los geht's. Komm schon, Sternchen. Boah, dieses Mopsi-Vieh ist einfach nur dreist. Ja, bis jetzt macht der Stern einen guten Job, aber jetzt hab ich's wieder verkackt. Ach komm. Ja, ein bisschen näher komme ich trotzdem ran. Ja, ja, guter Stern, super Stern. Nein, wieso denn? Warum? Wieso kann der da einfach so durch? Ach komm, laber doch keinen Scheiß. Das kann's doch nicht sein. Boah, die Stacheln, die tun ihm nichts an. Wie er stoppt? Habt ihr gesehen, wie er gestoppt hat? Zum Glück habe ich noch reagiert. Oh. Hammer's doch noch geschafft. Very hard. Mann. Die Leine. Wir haben fast nichts. Vielleicht sollte ich offscreen mal wieder gegen die Gegner kämpfen. Manchmal liegen ja auch Eicheln rum, vor allem in der ersten Welt. An einer bestimmten Stelle, da beim Toadhouse, nach dem zweiten Level. Da kann man immer eins absahnen. Warum nicht? Aber wir können natürlich auch hier im Pilzhaus etwas erspielen. So, das Spielchen mal wieder. Was gibt's da? In dem Spiel gibt's immer nur Pilz und Stern. Das ist total kacke. Jetzt habe ich nicht von Anfang an auf den Bowser geschaut, aber ich glaube, ich weiß, wo er ist. Wäre jetzt natürlich Epic Fail, wenn nicht, ne? Ich glaube,
glaube, er ist in der Mitte. Aber ich habe erst nach der dritten Drehung oder so drauf geguckt. Ah, Gott sei Dank. Hey, da bist du drin und da bleibst du auch drin. Bam. Also was ich irgendwie echt komisch finde, ist, es gibt keine Eichelpilze zum Erspielen in diesen Tortehäusern. Und ganz selten nur Eisblume und Feuerblume. Klar, die Eichelpilze gibt es dafür auf der Overworld, aber die Blume? Was ist mit der? Welches Level machen wir? Wir machen das, was danach kommt. Das wäre das hier. Ja, Limonadendschungel 2. Giftige Gewässer. Ich mache immer nach der Nummerierung. So, dann will ich gleich mal wissen, was da ist. Bing. Ein Eichelpilz! Yay! Und anscheinend sind jetzt die Gegner kleiner geworden, aber die Blöcke sind immer noch groß, oder? Nicht alle, aber die meisten. Glaube ich. Sah erstmal so aus, aber hm. Oh, der arme Eichelpilz. Gut, die erste Starcoin war kein Problem. Boah. Jetzt habe ich dem Goomba natürlich... Boah, alles ermöglicht, was zur Hölle. Diese unsichtbaren Blöcke haben mich gerade echt überrascht. Zum Glück ist da nichts passiert. Aha. Alles klar. Das war der Sargon vielleicht? Käme jetzt ziemlich schnell, aber ist tatsächlich so. Mhm. Das sieht interessant aus. Aber ist, glaube ich, kein großes Problem. Machen wir auf jeden Fall mal auf, dann haben wir sie. Aber normalerweise müsste man einfach nur hierher kommen und dann den hier machen, dann fällt alles runter. Oh yeah! So viel Kohle auf einmal. Kriegt man nur als YouTube-Partner. Ist da was? Ah, da hätten sie eine durchlässige, also durchlässigen Boden machen können. Ist tatsächlich so. Aber ich spring doch da jetzt nicht rein. Nö. Beim besten Willen nicht. Ach, Moment, hier ist ja auch was durchlässig. Das sieht man immer, wenn das hier so ein bisschen reingeht. Seht ihr das? Ja. Man kann es schon gut erkennen, aber... Ja, zwei Münzen. Hammermäßig. Und sonst... Ist da noch was. Koopa! Nur mit deiner Hilfe werde ich rausfinden. Was da drin ist, dann habe ich es mir aber doch verbaut. Es kann eigentlich nur ein Up sein, weil eine Ranke kann es schon mal nicht sein. Die kann da ja nicht raus. Nö, nö, das wird nichts Besonderes sein. Ich würde es euch ja gerne zeigen, aber wenn kein Koopa da ist, ne, kann ich es auch nicht machen. Aber ich finde auf alle Fälle auch die Dschungelwelt bis jetzt sehr, sehr cool. Meine Lieblingswelt ist bis jetzt... Ja, die Eiswelt. Die schwierigste Welt war die vierte, die dritte, offiziell. Also die Wasserwelt. Und die coolsten Level hatte bisher Welt 2, nämlich die ersten drei, finde ich. Wie denkt ihr darüber? Schreibt's in die Kommentare. Hey, was soll der Scheiß? Nein! Wow, war das knapp, Mann. Zum Glück kann sich Flukon Mario festhalten. Sonst wär's das gewesen. Oh, jetzt habe ich sie erwischt. Ich weiß nicht genau, wann diese Starcoin erscheint und wann sie verschwindet. Aber ich hatte Glück. Verschwinde! Tanz nicht rum. Keine Zeit zum Tanzen hier. Aber auch keine Zeit zum Scheiße bauen, Mario. Und wenn wir schon über keine Zeit sprechen, wir haben tatsächlich keine. Nur noch 126 Sekunden. Dann ist das hier vorbei. Ah, hier könnte eine Ranke sein. Aber wir haben schon alle Starcoins. Ja, es geht nur so. Tatsächlich. Jetzt sagt bloß, wir haben einen Secret Exit gefunden. Wäre dann aber auch nicht so schwer gewesen, oder? Hey, da ist was! Ja, voll das tolle Secret! Was soll das denn? Naja, gut. Ey, das sieht tatsächlich nach Secret Exit aus und es ist auch einer. Der war jetzt nicht schwer.
This way! Allerdings braucht man Flughorn Mario, sonst kommt man da nicht hin. Hä? Ach so! Oh! Ich habe es diesmal geschafft. Das ist das Telefon, liebe Freunde. Tut mir leid. Oh, das war sogar mal eine Freundin. Naja, ich muss jetzt zocken. Die muss jetzt warten. Was wollte ich sagen? Genau, wir haben es jetzt gerade geschafft, eine Schnapszahl zu erreichen. Ich weiß nicht genau, welche es war, aber bei 1-1, 2-2, 3-3 und so weiter passiert ja was. Wenn ich das jetzt richtig im Augenwinkel gesehen habe, haben wir etwas ins Inventar bekommen. Okay, damit wäre nun auch klar, was man bekommt, wenn man eine Schnapszahl... Es geht gleich weiter. Tja, das Einzige, was noch failiger ist als ein Telefon-Fail, ist ein Double-Telefon-Fail. Daumen hoch dafür. Einfach nur episch. Das ist mir, glaube ich, erst einmal passiert. Muss gerade überlegen, wann. Ja gut, einmal hat es in Super Mario Galaxy 2 geläutet. In dem äußerst schlechten Let's Play. Das weiß ich noch. Ah, dann war es doch noch einmal. Ich glaube nämlich, dass es schon noch in einem anderen Let's Play vorgefallen ist. Etwas neuer, aber auch nicht allzu neu. Klar, SMS kam schon mehrfach. Aber Anruf? Hm. Wenn sich jemand erinnert, kann das ja in die Kommentare schreiben. Mir fällt es nämlich gerade wirklich nicht mehr ein. Vielleicht täusche ich mich auch und es ist doch nur einmal passiert. Und mit dem jetzigen Mal eben zwei, beziehungsweise dreimal. Ja, was ich jetzt hier noch mache, ist den normalen Exit betätigen. Wir haben ja den geheimen genommen. Okay, danke fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schalt wieder ein bei New Super Mario Bros. 2. Bald geht es weiter. Tschüss!